CSU, die Partei, bei der ich Anfang der 2000er Pressesprecher in München war und Mitglied im Integrationsausschuss, die hat diesem politischen Islam im November 2016 einen Leitantrag gewidmet, der abgestimmt wurde. Politischer Islam. Und da werde ich jetzt daraus zitieren. Und Freunde, ihr werdet euch wundern, was da alles über den politischen Islam gesagt wird. Ich zitiere CSU. Der politische Islam ist die größte Herausforderung unserer Zeit. In den letzten Jahrzehnten hat keine andere ideologische Bewegung weltweit so viel Gewalt, Zerstörung und Destabilisierung hervorgebracht wie der politische Islam. Terrorismus, Bürgerkriege, zerfallende Staaten und kulturelle Konflikte gehören zu seiner schrecklichen Bilanz. Europa ist das Ziel von Migrationswellen ungekannten Ausmaßes, von islamistischen Terrorattacken und von schärfer werdenden kulturellen Diskrepanzen. Der politische Islam nutzt den Koran zur Rechtfertigung von Gewalt und zur Legitimation von Gewalt. Der politische Islam führt Kriege im Namen der Religion. Der Dschihad wird vom politischen Islam zur Rechtfertigung und zur Verherrlichung von Gewalt benutzt. Die Religion des Terrors ist der politische Islam. Es gibt keine andere Ideologie, die den weltweiten Terror qualitativ wie quantitativ so prägt wie der politische Islam. Durch ihn wird der islamistische Terror legitimiert und motiviert. Wer den Zusammenhang von politischem Islam und Terror nicht wahrnimmt, wird die weltweit agierende Ideologie der Gewalt nicht stoppen. Wer blauäugig die offensichtlichen Motive der Täter verneint, wird die Gewalt im Namen der Religion nicht beenden. Wer den Zusammenhang von politischem Islam und Terror verneint, der hat den Kampf gegen den Terror schon verloren. Mit grausamer und menschenverachtender Brutalität hat sich dieser Terror in den vergangenen Monaten auch in Europa ausgebreitet. Hunderte Menschen wurden getötet und verletzt. Wir werden den Kampf gegen den politischen Islam auf allen Ebenen entschlossen führen. Zitat Ende. Hinweis an die Polizei, bevor ihr mich abholt. Das ist die CSU. Und wer glaubt, jetzt einen Strafantrag stellen zu müssen? Ich weiß, das sind schon wieder am Video Kohorten von Linken und Moslems, die jeden Satz von mir mit der Lupe angucken, wo sie mich anzeigen können. Strafanzeigen bitte an die Staatskanzlei in München zur Hand des Parteivorsitzenden Markus Söder. Sagte ich das Gleiche wie die CSU. Und die Richterin Theresa Freudsmiedl hat mich zu 6 Monaten Knast auf Bewährung verurteilt. Freunde, die Messe von Augsburg ist noch lange nicht gelesen. Noch lange nicht. Wir sind auf einem anderen Holz geschnitzt. Uns können Sie wieder einschüchtern, noch unsere Stimme zum Verstummen bringen. Wir stehen hier und sagen es so lange, bis die Politik es endlich anpackt. Bis die Politik den politischen Islam entschärft und unsere Zukunft für unsere Kinder und Enkel gesichert ist, Freunde.